Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Project Hospital auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich sehr. Was macht hier denn eigentlich das Ding hier? Die Pinnwand, die hat hier nichts verloren, ne? Dann verkaufen wir die mal. Danke sehr. Gut. Das sieht soweit gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke mal, im Aufbau mit dem Krankenhaus sind wir jetzt relativ gut dabei hier. Finde ich schon mal sehr, sehr praktisch. Es wird noch sehr, sehr viel Arbeit werden, das auf jeden Fall, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das definitiv irgendwie hin und das wird schon laufen mit der Zeit, ne? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt das Schwesternzimmer in der letzten Folge noch fertig gemacht für die Station der Notaufnahme. Dann machen wir jetzt hier das Arztzimmer hin. Ich weiß noch nicht, wie die. Das ist hier die. Sind die Zimmer? Genau. Das sind die Zimmer von der Notaufnahme. Die einzelnen. Ist natürlich nichts großartig besetzt. Wie viele Fundamente sind das? Bauen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Drei mal vier. Wie groß muss das Büro werden? Das sollte schon etwas größer werden, ne? Vier mal drei. Wenn wir das Arztzimmer machen, 4 mal 3. Passt auf, dann machen wir es folgendermaßen. Dann werde ich sagen, passt auf, wir machen den Bereitschaftsraum hierhin. Und zwar 3. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Sechs. Eins, zwei, drei, vier. Vier mal sechs, fünf mal sechs. Oder wir machen dann da noch eine Trage. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wir gucken erstmal. Ich würde es erstmal so machen. Dann kommen die Wände hier hin. Ja, wir geben wieder Geld aus. Ich weiß es. Ist mir aber relativ egal jetzt gerade. Da wir definitiv hier gucken müssen, wie wir es am besten machen. Ne? So, die Wand kommt hier hin. Die Wand kommt hier hin und hier hin. So. Dann würde ich sagen, machen wir. Wie machen wir die Tür hier hin? Die Tür würde ich hier hin machen.
den Bürotisch machen wir einmal hier hin, einmal hier hin. Die Blume dahin, den Fernseher hin. Machen wir es einmal umgedreht. Die Pinnwand noch. Ansonsten war es eigentlich großartig hier, ne? Ich glaube ja. Ansonsten war es das großartig, sonst brauchen wir hier nichts, ne? Nein, sonst brauchen wir nichts. Die können wir die schon mal versetzen, die Leute. Dann läuft das zumindest schon mal. Dann läuft das zumindest schon mal hier, ne? Sehr geil. So, den Raum können wir löschen. Die Wände weg. Dann machen wir da nämlich noch den Boden rein. Das ist. Der hier. Der wird schon etwas dunkler sein. Der hier. Oder? Welcher ist denn das? Der hier? Ne, der ist zu hell. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Ist das der hier? Kommt mir so hell vor, ne? Ist auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. So, die Nacht ist vorbei. Geld abgezogen bekommen, sehr geil. Das ist ja perfekt. So. Na gut. Wir zeiten natürlich, dass die Leute hier kommen und hier versorgt werden, dass wir Geld bekommen, ne? Weil momentan sieht es mit dem Geld relativ knapp aus. Das sieht relativ knapp aus. Das ist jetzt aktuell das Problem. Aber gut, kriegen wir schon hin. Geldmäßig, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber Umbau muss sein. Wir wollen ja gucken, dass wir natürlich auf Dauer natürlich hier ein relativ gutes Krankenhaus aufgebaut kriegen, wo die Patienten dann auch später natürlich nicht mehr sterben werden. Und wenn wir dann Personal brauchen, brauchen wir Personal. Das ist das ja, ne? Personalmangel ist nie gut. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das natürlich soweit ordentlich hinkriegen. Und das sollte dann eigentlich passen. Ich bin mal gespannt. 8 Uhr sollten jetzt die ersten Gelder wieder reinkommen, wenn die Leute entlassen werden. Ich hoffe, es werden einige entlassen, die richtig, richtig gutes Geld bringen. Ich hoffe es natürlich, ne? Na gut, sagen kann man es nie. Werden wir schon sehen. Werden wir schon sehen. Ja, so ist das Leben, ne? Notaufnahme sieht ja, das Wartezimmer sieht ja schon relativ gut aus. Hier Aufenthaltsraum mit den Toiletten und hier mit den
zwei Arztzimmern, sieht schon mal relativ gut aus, das freut mich schon mal. Ein bisschen Geld kommt rein, sehr geil. Also gesagt, muss definitiv mehr werden. Muss definitiv mehr werden. Wir müssen auch gucken, dass wir auf mehr auf Operation kommen. 9000, geil. Nice. 14000, super. Die Cardio bringt gerade richtig gutes Geld. Die Neurologie. Hier, ne? Neurologie. Die bringt auch relativ gutes Geld. Das ist schon mal fantastisch. 2100. Die Chirurgie 4200. Sehr, sehr geil. 9400 die Cardio. Das ist doch super, Leute. Das ist doch echt super. Das ist Geld, was wir gut gebrauchen können. Und das ist dann natürlich fantastisch. So langsam müssen wir gucken, dass wir dann natürlich auch die Zimmer für die Notaufnahme verlegen, die Überwachungsstation. Die sollen nämlich hier stattfinden. Wir können vielleicht schon mal den ersten Raum verlegen. Ist nicht besetzt, das heißt, das bewegen wir einmal. Das würde ich gerne hier hinsetzen. Und das andere Zimmer würde ich gerne auch einmal umsetzen direkt. Dass wir hier zumindest schon mal die ersten zwei Zimmer haben für die Notaufnahme. Für die Überwachungsstation, ne? Überwachungsraum. Was fehlt noch? Es fehlt noch ein Mülleimer. Den setzen wir noch hier hin. Das ist nicht das Thema. Das Zeug. Desinfektionsmittel setzen wir hier hin. Mobiler Arbeitsplatz, den setzen wir noch hier hin. Dann brauchen wir im Prinzip nur noch den CRP-Analysator und den Audiometer. Das setzen wir auch noch hier hin. Das ist nicht das Thema. So, zack und zack. Gerätetisch, Pinnwand von mir ist auch noch. Rollstuhl kann von mir ist auch noch hier hin. OP-Leuchte brauchen wir nicht. Gerätetisch, ne? Das brauchen wir soweit eigentlich erstmal nicht. Das werden wir noch schön machen, klar. Aber zumindest, dass wir jetzt erst schon mal zwei Zimmer hier haben, die natürlich benutzt werden können. Die genaue Aufteilung müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das angehen. Aber da werden wir schon was finden, ne? Da werden wir schon was finden, Leute. Das kriegen wir hin. So, in dem Sinne würde ich eigentlich sagen, war es das auch schon fast wieder für diese Folge. Es sieht soweit eigentlich relativ gut aus. 32.000, Wahnsinn. Die Cardio hat richtig viel gebracht. Fast 16.000 bis jetzt für die Station. Das ist echt gutes Geld, was wir wirklich verdammt gut gebrauchen können. Ne? Was wir verdammt gut gebrauchen können. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir natürlich jetzt hier arbeiten. Die Zimmer verlegen, Zimmer vergrößern. Die Station verlegen, ordentlich gestalten und alles. Das Röntgen muss hier weg. Ich will auf jeden Fall ein zweites Röntgen machen. Hier müssen noch das Arztzimmer hin, dann können wir hier anfangen mit auch. Das ist unglaublich viel Arbeit jetzt. Das ist unglaublich viel Arbeit zu umstrukturieren hier. Aber gut, muss gemacht werden und das werden wir auch hinkriegen, Leute. Das werden wir definitiv hinkriegen, Leute. Ist einfach so. Ist verdammt viel Arbeit. Aber gut. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage einmal bis dahin natürlich Servus und
Tschüss.